Poco bekommt so einen gefährlichen Skin? Oh mein Gott, wir bekommen einen neuen Legendären. Cool, Kenji. Willkommen in Brawl Stars. SpongeBob in Brawl Stars. Wir reagieren heute auf den neuen SpongeBob Brawl Talk. Endlich ist er da. Wenn du keine weiteren Videos mehr rund um Brawl Stars verpassen möchtest, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt geht's rein zum Brawl Talk. Okay, wir sehen schon im Hintergrund einfach so viel zum Thema SpongeBob. Leute, es wird einfach SpongeBob in Brawl Stars geben. Wie cool ist das bitte? Vor allem Danny mit der Cap. Is coming to Brawl Stars for an epic collab with SpongeBob SquarePants. Brand new event full of mayhem, Krabby Patties, new game modes and Squidward Mortis. Es wird einfach Krabbenburger in Brawl Stars geben. Und was zur Hölle ist das für ein Mortis? Er hat einfach die Klarinette von Thaddäus in der Hand. Ich meine, Thaddäus? Mortis ist Thaddäus? Okay, wir gucken weiter. Two new brawlers, a red rascal and a samurai sushi chef. And from once upon a brew, scary tale. Nochmal, wir müssen nochmal zurückspulen. A red rascal and a samurai sushi chef. And from once upon a... Okay, oh mein Gott, wir sehen ganz verschiedene Skins. Ich meine, ich sehe da einen Mandy-Skin. Ich sehe da, ist das ein Rico-Skin? Oder nee, ist das Pearl? Ich kann es gar nicht richtig erkennen. Poco bekommt so einen gefährlichen Skin? Oh mein Gott. Leute, mal ganz ehrlich, schreibt mal in die Kommentare. Gefallen euch diese Skins? Upon a brew, scary tales. Ja, da haben sie wieder Kleidung an. Let's get back to the brawl talk. The appearance of a mystery. Nein, Leute, guckt euch das an. SpongeBob in Brawl Stars. Und wir sehen auf jeden Fall erstmal, Mortis ist Thaddäus. Wir sehen, Buzz ist Patrick mit seinem spitzen Kopf. Dann sehen wir, El Primo ist SpongeBob. Okay, wer ist Sandy? Ich glaube Rosa, oder? Rosa ist Sandy. Mr. Krabs? Ich weiß gar nicht. Okay, ich sehe noch Plankton. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. A mysterious wave has brought Bikini Bottom residents to Brawl Stars. For an entire themed season, SpongeBob and his friends will be visiting Star Park for a special event. Squidward Mortis yeah. is the Brawl Pass King, along with two color variants in Brawl Pass Plus. SpongeBob El Primo skips leg day, but he's still the strongest sponge around. You can unlock. Ey, komm, El Primo ist SpongeBob. Das ist so, so gut. Freut mich mega. Jetzt mal ganz ehrlich, kennt ihr SpongeBob? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und vor allem, freut ihr euch auf SpongeBob in Brawl Stars? Nein! Ihr könnt sogar diesen Skin einfach gratis bekommen in Brawl Stars. Anscheinend ist es ein Club-Event in Brawl Stars. Das heißt, ja, man muss etwas mit dem Club spielen, um diesen Skin zu bekommen. Patrick Buzz is living his best lifeguard life. Patrick is Buzz. I wouldn't rely on him to save you though. Sandy Jesse is also joined okay, by Sandy. Sandy Jesse. Okay, it's also Jesse. Automatic shell cannon. Mr. Krabs Tick likes money, but he also likes blowing. Nein, Mr. Krabs ist Tick. Oh Gott, Leute, ich liebe Tick. Tick ist mein Lieblingsbrawler. Dieser Skin, ich werde mir den absolut holen. Definitiv. Plankton Daryl will definitely be able to get the... Oh, Daryl. Plankton wird Daryl. Das kann ich mir ganz gut vorstellen im Spiel. Ja, finde ich gut. Krabby Patty Recipe now, right? Only during the SpongeBob season you can now unlock new special powers for your brawlers by using these power-ups. Krabby Patty. Nein! Leute, oh mein Gott! Es wird Power-ups geben und zwar einen Krabbenburger. Jeder von euch kann einfach Krabbenburger einsammeln in Brawl Stars. Patty. Eine Soda. Eine Klarinette. Spatula. Doodle Pineapple. Was? Bubble. And Gem Balls. Each class has their own power-up that... Okay, man kann also ganz viele Dinge im Spiel einsammeln. Die muss man sammeln. Und dann kann man sie gegen Cosmetics, also gegen aussehende Dinge eintauschen. Well, powers up their respective trait. Each power-up has Was? Different... Was? Wirklich? Das gibt jetzt in Brawl Stars? Oh mein Gott. Okay, wir können also Pfannenwände zum Beispiel sammeln, die irgendwie seltener werden, vom Aussehen her, okay. Und auch alle anderen Dinge, die hier sind. Different upgrade levels, and each level makes your brawlers even stronger. Tank. Three crab patties orbit around you. When destroyed, they grant damage resistance, increase movement speed, and charge your supers. Wenn das irgendwie zerstört oder abgelaufen ist, hat das einen Effekt auf deinen Brawler? Als Beispiel, Rosa ist gerade schneller geworden. Super. Support.
A permanent healing area surrounds you, and healing allies charges your super. Das ist ja cool. Using your super spawns a power cube. Damage dealer. Also auch zum Beispiel so ein Kreis, der dich heilen kann, okay? Hitting an enemy grants a chum ball for homing projectiles, boosted movement speed, and healing for a short time. Marksman. Your attacks are empowered by Squidward's beautiful clarinet music. You can start up to 2 musical attacks that pierce through walls and brawlers. Controller. Your basic du kannst mit der Klarinette einfach durch Wände schießen. Okay, ja, wird gut. Attack leaves a trail of bubbles that damage enemies. At the end of the trail, an explosion releases even more bubbles. Assassin! A spatula will periodically appear. When enemies are low on health, your attacks will take them down instantly, if you have a spatula. You also get a speed boost and become invisible. Leute, der Brawler wird einfach unsichtbar. Ich meine, eben mit diesen Blasen, die explodieren dann einfach nach einer Zeit oder wenn man durchläuft. Und hier wird man einfach unsichtbar. Okay. Brawl Stars wird ganz anders, als wir es davor kannten. Visible when defeating an enemy. Du wirst unsichtbar, wenn du den Gegner zerstörst. Cooldown, your basic attacks drop a pineapple that deals damage, leaves a damaging area and then explodes into damaging pineapple chunks. Power-ups only work on game modes with the SpongeBob modifier. Okay, also man kann diese Modifier nur spielen in Spielmodi, die dieses SpongeBob-Thema haben. Also für Leute, die es nicht mögen, die können auch wieder ganz normal Brawl Stars spielen. But if you want to avoid SpongeBob, you can still play other modes. Genau. Oh wow, this sounds amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power up. Leute, wir bekommen einfach eine neue Art von Boxen. Und zwar anscheinend, ja, wie bei McDonald's, so ein Happy Meal, einfach als Box. Und da werden dann wohl anscheinend diese Dinge drin sein. Are found inside delicious power meals, yep. The latest culinary craze. Mr. Krabs has taken this opportunity to open a new store in Star Park, where you can get power meals. Es gibt einen eigenen neuen Store? Leute, ihr kennt doch diesen Item Store. Übrigens, tragt gerne mal meinen Creator Code River bei euch im Spiel ein. Und in diesem Store könnt ihr jetzt anscheinend auch irgendwas kaufen. From the Krusty Krab for Krusty Cash. The Krusty Krab will have daily deals for you to spend your Krusty Cash on. Here you'll find das various cool. offers and it's also the place to get skins of your favorite SpongeBob characters. So, how do you get Krusty Cash? Mr. Krabs has kindly agreed to give some of it away. Haven't you ever heard of a self-sustaining economy? Game mode with the SpongeBob modifier give free Krusty Cash. Okay, for also wenn man wieder diese Spielmodi spielt, kann man wieder diese Belohnungen bekommen, dieses Geld von Mr. Krabs. Und das kann man dann gegen Belohnungen eintauschen im Shop. First win of each day. That includes these two brand new game modes. Oh, okay, es wird also zwei neue Spielmodi geben. Der eine ist in Showdown und das andere wird ein Quallenfangen-Modus. Okay, ich glaube, wir erfahren jetzt mehr darüber. Now this is jellyfishing. A 3v3 mode where players catch jellyfish. 3 versus 3 gegeneinander und man muss anscheinend die Quallen einfangen oder einsammeln. On the map. The team with the most jellyfish at the end wins. Okay, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr einfacher Modus, also vom Verstehen her. Ich glaube, man muss anscheinend einfach nur die Quallen einsammeln und das Team mit den meisten Quallen gewinnt. Klingt gut. To capture a jellyfish, you have to hold it for 5 seconds. If you are taken down during that time, you drop the jellyfish. Take out the enemy team to grab more for yourself. Okay. Trio showdown. Dann kann ich auch wieder verlieren. It's like duo showdown, except there are 3 of you. So I guess it's like trio showdown. In this game mode, there will be Trio showdown? Nein, du kannst jetzt 3 versus 3 in Showdown spielen? Ich bin gerade sprachlos. 3 versus 3 in Showdown spielen? Oh mein Gott. Except there are 3 of you. So I guess it's like trio showdown. In this game mode, there will be 12 brawlers battling it out in 4 teams. Our biggest game mode ever. Der größte Spielmodus, ja. You'll be able to revive if at least one of your teammates remain undefeated. Let the mayhem commence. Okay, also man ist erst raus, wenn anscheinend wirklich alle 3 von dem Team besiegt wurden. Das heißt, wenn auch nur einer überlebt, dann kommt ihr wieder. Okay, Krusty Rush. There are many ways to get Krusty Cash. Claim your free daily paycheck from Squidward. Visit the Krusty Krab every day. Okay, ihr könnt jeden Tag gratis Belohnungen bekommen. Und zwar dieses, Krusty Geld. Und zwar, wenn ihr euch zum Beispiel einloggt, jeden Tag anscheinend. To get free Krusty Cash. The SpongeBob SquarePants event. Und mal ganz ehrlich, Leute. Wer von euch holt sich den neuen Brawl Pass?
Ich meine, Mortis bekommt einen Thaddäus-Skin. Ganz ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Ach ja, und denkt dran, wenn es euch gefällt, lasst gern mal ein Abo und Like da. Last all SpongeBob season from September 5th to October 2nd. Okay, also die Season geht vom 5. September bis zum 2. Oktober. Also eine normale Season. Finde ich gut. Neue Brawler. Oh mein Gott. Ihr habt vielleicht mitbekommen, da gab es vielleicht schon mal ein paar Leaks. Von daher, ja, die Leaks stimmen. Es gibt einen Brawler, der schon angekündigt wurde, wenn ich das zumindest richtig gerade im Kopf habe. This is one geezer who loves cheeser. Mo is a blind rat who was found. Und zwar Mo. Mo wurde angekündigt, der wurde leider geleakt. Von daher hat Supercell gesagt, okay, wir Creator dürfen das auch an euch, ja, weitererzählen. Weaving the Star Park sewers and adopted by Grom. Now part of the Star Park maintenance team, Mo uses his special digging abilities to maintain the sewers. Also Mo ist anscheinend wie so eine Art Miner. Also vielleicht kennt ihr den vielleicht von Clash Royale. Der geht halt zum Beispiel dahin, wo man möchte und greift dann halt die Gegner an. Nerf Miner! Tunnels and wreak havoc in Brawl. Mo uses his shovels as weapons that throw stones across the map and deal area damage with each bounce. When he activates his super, Mo climbs into his hand-built digging machine and travels across the map to destroy whatever is there. He may be okay, also er kann sich durch die Map quasi, ja, durchbewegen. Okay, okay. Ist eine interessante Fähigkeit. Vielleicht so ein bisschen zu verwenden wie Stu vielleicht. But he sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, mythisch. Final member of the Castle Courtyard Trio, and will be available. Also, mythischer Brawler, haben wir eben auch schon gesehen. Mythischer Brawler, der neue Brawler Mo. On August 29th with his 29 gem Monterey Mo skin. Oh. Ist okay, haut mich auf die Ohren. You will never defeat me. Omaiwae, Shinderu, Nani? Nani? It's about time Star Park got a sushi joint, and with it comes a legendary assassin, Kenji. This samurai turned sushi. Okay, Kenji, ein anderer Brawler und vor allem ein legendärer Brawler. Wir bekommen einen neuen legendären. Cool, Kenji. Willkommen in Brawl Stars. Has a wholesome life with his family in Star Park, but we can't help feel he's trying to hide something from his past. Kenji has two separate attack patterns, which alternate with each attack. A dash and a wide slash. Okay, also er ist quasi wie Mortis. Er kann sich einfach in Gegner rein dashen und kann dann wie Mortis mit seinem Gadget Leute schlagen. Das heißt, wir bekommen einfach einen neuen Mortis. Also ich meine, er ist so ganz ähnlich wie Mortis. Kenji targets an area with a super slash, dealing heavy damage and becoming invulnerable for a short period. The Sushi Samurai will be joining Star Park and... Was? Seine Ulti ist, er wirft einen Punkt und dort kommen dann ganz viele Klingen und zerschneiden alles. Okay, das klingt sehr OP. Starting his own trio on September 26th. He will also be launching with his Fruit Samurai skin. He's not a ninja. Oh, der sieht gut aus. Und wir sehen gerade, wir bekommen neue Hypercharges. Ja, ich meine, die kriegen wir jedes Mal. Aber ich habe auch schon gehört, welche das sein könnten. It's time to get Poco Super overheals, adding a shield for the amount of extra healing given. Oh, okay. Poco bekommt einen Schild. Okay, weil Pocos Schwäche ist ja, dass er quasi nicht so viel Schaden macht. Das könnte Poco vielleicht echt gut helfen. Poco bekommt einen Hypercharge. Mortis is super now returns at max distance, dealing the same damage and healing again. A real 2x value bundle. Squeak super projectiles now bounce. Mortis mit Hypercharge. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Okay, Squeak bekommt auch eine. One more time. Tara super is bigger and lasts for a longer time. Nanny's Hypercharge makes her super beep grow in size while increasing in speed. Surge hits max level and unlocks a level 5 upgrade for the duration of his hypercharge. Surge's shots now split regardless of hitting an enemy, and the split projectiles travel further. He also gains slightly increased range. I heard you like edgy purple skins. Skins! October season. Okay, ich bin sehr gespannt für die ganzen Skins. Ich glaube, da werden richtig gute dabei sein. Returning to Once Upon a Brawl, but with a twist. Forget fairy tales, it's all about scary tales. Skeletal Surge is the Brawl Pass skin, alongside the villainous and anti-hero core. Ja, also das werden die Battle Pass Skins für die übernächste Season werden. Es geht so um das Thema Grusel. Okay, finde ich gut. Ist ja auch dann Halloween, ne? Nightmare Nanny. She will haunt you in battle and in your dreams. Lockpick it. What was that?
Must have been the wind. Red Knight Draco has traded his guitar. Oh mein Gott. Also mal wirklich ganz ehrlich, dieser Skin richtig, richtig gut. Draco einfach als so ein, quasi so ein Schattenreiter. Boah, geile Idee. Axe for a real axe. And he's ready to shred brawlers instead of solos. Darky Pearl is solid as a rock or a castle made of Pearl war malicious okay. Mandy, the ranked skin of the season, has kept her royalty. Okay. But also, das ist der Ranked Skin, den ihr bekommen könnt, wenn ihr Ranked spielt. Fallen into darkness. Possessed Poco has a bone to pick with you. Geiler Poco Skin. Please, sir, can I have some more changes? Yes, two new ranked modifiers. Gadgets go. Okay, wir bekommen zwei neue Ranked Modi. Gadgets have unlimited charges, but a 15-second cooldown. Momentum. Hitting a brawler grants a short burst of movement speed. When a pet or turret deals damage, this speed boost is also applied to their owner. Okay. You've got too many things coming. Klingt eigentlich ganz cool an, spielen coolen Spielmodus. Wenn du Leute triffst, dann wirst du schneller. We are resurrecting old game modes with a spooky skin. Plague Plunder, Deadweight and Zombie Ball. And three zombie skins. Oh. Gruesome Gus. Oh mein Gott, wir bekommen mehr Zombie-Skins. Wir hatten ja zum Beispiel Zombie Bibi. Jetzt zum Beispiel bekommen wir einen Zombie-Skin für Gus. Knew the balloon was the brain behind everything. As opposed to the Dynamite, who doesn't use his multiple brains so well. Future Pam is back from the dead to give you a hug. Oh mein Gott, Pam bekommt endlich mal wieder Skins. Das haben sich so viele Leute gewünscht, weil Pam hat nicht so viele. Pam, du bist wieder dabei. We have three skins for the Harvest Festival. Light up the sky with these skins. Auch die sind cool. Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hank and Moon Guardian Chester. Oh mein Gott, der Hank Skin sah ganz cool aus. Captain, we need more power. I mean skins. Dan Primo, he wants to suck your salsa. Finde ich jetzt nicht so cool. She knows the truth, even if it didn't happen. Red Jacket Rico, now he's only missing the bike. Support. Okay, okay, mal ganz ehrlich, diese drei Skins, mir gefallen sie nicht. Keine Ahnung. Also die sahen nicht unbedingt so cool aus. Ich meine, findet ihr die cool? Schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Stars Championship Prize Pool with the Fans Bang Skin. Esports in the game. Dragoon Bell, our first Supercell Make ranked skin. Designed by NanaBS and it'll be available during the SpongeBob season. Claim the one more player icon from the description below. Oh. Oh, Leute, ihr könnt wieder ein Profilbild bekommen. Schaut dafür gerne mal in die Kommentare für den Link für das neue Profilbild. I thought it was M for Mini. Use the hashtag Mondguardian Hank giveaway. Oh, Leute, wir bekommen wieder einen neuen Skin, den wir raushauen dürfen an die Community. Wollt ihr den Skin gewinnen? Dann schreibt mir in die Kommentare, was euch aus dem Update am besten gefällt. Und schreibt mir bitte auch eine Kontaktmöglichkeit, wie ich euch erreichen kann, in die Kommentare. Also zum Beispiel Discord und so weiter. Und denkt dran, abonniert meinen Kanal. Ja, Leute, das war's mit meiner Reaktion zum neuen Brawl Talk. In dem Moment, wo ihr dieses Video seht, bin ich gerade bei der Gamescom in Köln bei einem Brawl Stars Event. Sprecht mich gern an, dann könnt ihr sogar eine Autogrammkarte von mir bekommen. Gestern habe ich so viele Bilder gemacht mit Zuschauern. Vielen, vielen Dank, Leute. Es war ein unglaublich geiler Tag. Und ich freue mich auf die Gamescom. Heute ist ja das Brawl Stars Event auf der Gamescom. Ich bin sehr gespannt, ob ich wieder viele von euch treffen werde. Denkt dran, abonniert den Kanal, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.